Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratutu, beim Clan True Warriors 2. Heute starten wir das Triple und ich habe mir gedacht, ich spiele das einfach mal mit 4 Rathausstufen, würde ich sagen. Ihr kennt das Event, ich glaube, es hat schon mal gegeben. Was heißt eigentlich Go Vibe? Go Vibe heißt nichts anderes als Golem, Wizards und Packer. Kommt also aus dem Englischen. Im Deutschen wird das Ganze einfach nur Goma P heißen, also Golem, Magier, Packer. Packer ist übersetzt Packer. Und ihr seht das, oder ihr kennt es, vielleicht der eine oder andere wird schon fertig haben, aber ich kann jetzt leider erst damit beginnen. Was man hier ausbilden muss, ein Golem muss hier benutzt werden, 10 Magier und 2 Packer, also auf Rathaus Level 8. Ihr könnt das Event also einfach ab der Rathausstufe spielen, wo man Magier bekommt. Ich weiß gar nicht, wo man die Magier bekommt. Ich glaube in 4 oder in 5, Rathaus 5, keine Ahnung. Die anderen können es natürlich nicht spielen, weil ein Golem geht auch nicht in die Clanburg rein, dann könnte man es ja spielen. Und der Packer, den gibt es auch erst ab 8, das heißt also auch erst ab 8 kann er dir gespendet werden, wenn die Clanburg denn auf 25 ausgebaut ist. Einer Frage möchte ich ganz gerne vorher mal nachgehen. Ihr kennt ja den Chief hier und der Chief knabbert ja immer noch an einer Errungenschaft, das ist diese hier, Schatzmeister. Hier steht jetzt mal im Deutschen, sammle 100 Millionen Gold aus der Schatzkammer. Ich weiß nicht, ob das wirklich Gold sein muss. Das klären wir jetzt mal. Das interessiert mich schon die ganze Zeit. Und wir lernen einfach mal die Schatzkammer. Ihr seht, das Ding ist auch pickepacke voll. Aber ich habe immer ein bisschen an Elixier und ein bisschen an Dunklen hier reinzuholen. Und jetzt gucken wir uns das Ereignis nochmal an hier oder die Errungenschaft. Und wir sehen tatsächlich nur Gold. Das ist natürlich Kacke, deswegen geben wir jetzt heute mal Geld aus. Wir geben mal Gold aus. So, wir starten das mal auf 9 und ihr wisst das ja, ich breche es ab. Haha. So, dann holen wir uns das jetzt nochmal raus hier so ein bisschen. Ah, ich glaube, so muss ich es machen, damit ich den Erfolg bekomme. Da standen jetzt eben die 50, es ist immer noch 50. Echt merkwürdig, hier geht ja gar nichts rein. Sammler, ich habe doch jetzt gerade was gesammelt. Echt merkwürdig. Das muss ich noch mal checken, ja. Echt merkwürdig. Komischerweise habe ich hier gerade was reingesammelt. Naja, egal. Machen wir hier erstmal, würde ich sagen, den Angriff. Dann seht ihr auch gleich mal meine Armee hier. Oh, das ist gleich ein guter Gegner. Ich brauche gar nicht vorspulen. Das ist gleich ein guter, denn ich brauche ein bisschen Dunkles. Da ich natürlich auch mal in den Clan kriege, ein bisschen was Dunkles verheize. Und ihr seht das hier mit Rathaus Level 8 habe ich mich dazu entschieden. 2 Golem, 3 Packer, 12 Magier, 6 Mauerbrecher und ein Riesen, das geht genau auf. Mit 2 Wut, 1 Heil. Ich habe in der nächsten Armee mal ein bisschen was anderes. Da habe ich nämlich 2 Heil, 1 Wut und habe noch in der Clanburg noch einen Packer. In die Clanburg kann man natürlich super Hebola nehmen oder vielleicht ein paar Hockrider, so fürs Finish. Ich denke mal, die Base können wir hier trotzdem machen. Wir lassen den King da mal King sein und gehen hier über eine breite Seite rein. Wo hat er denn seine Clanburg? Okay, die hat er mal da. Dann gehen wir mal, ich würde sagen, wir gehen der Clanburg mal entgegen, falls er da was drin hat. Es gibt ja welche, die haben da was drin. Und lassen erstmal die Ghoulies hier ein bisschen tanken. So, jetzt muss ich nochmal, ich glaube, den Minenwerfer lasse ich jetzt nochmal schießen. Da schießt jetzt der Minenwerfer. Dann gehe ich jetzt hier mit meinen ganzen Mauerbrechern vor. Ja, oh, Heldenhass. Oh, welche Errungenschaft war das denn wohl? Oh, wir kommen richtig tief in die Base rein, Alter. So, jetzt geht es darum, den Packer cool zu setzen oder überhaupt die Packer cool zu setzen. Denn die gehen ja auf alle Gebäude. Also nicht nur auf Verteidigung, sondern die gehen ja wirklich auf alles, was sie sehen und was sie in die Finger kriegen oder vor Schwert kriegen. Und deswegen latschen die hier natürlich erstmal behende durch. Ich würde sagen, die machen wir schon mal wütend hier. Die wollen ja zu den Kanonen und zu den... Oh, ich sehe gerade, ich habe noch ein Gift. Ah, das ist natürlich ein bisschen doof. Da halten die sich jetzt gerade ein bisschen an den Skellies auf. Aber die sind noch wütend. Jetzt kommen hier natürlich die Bomben. Das war klar. Ist aber nicht so schlimm hier für die Packer. Die halten das ganz locker aus. Und jetzt machen die Trümmern die auch eben mal den King kaputt. Das ist auch noch ganz gut. Ich kann mir noch ein bisschen was, denke ich, hier aufsparen. Oh, noch eine Riesenbombe. Da bloß keine Magier damit rein. So, und jetzt gehen die Packer schon mal Richtung Dunklen. Da sollen sie nämlich hingehen. Im Moment tanken die sogar. Also auch als Tanks sind die Packer natürlich super zu gebrauchen und seitdem dieser Tesla keinen doppelten Schaden mehr auf die Packer macht, ist das natürlich echt eine super Truppe, finde ich, geworden.
Ich finde den einfach gut und ich kann euch auch nur raten, ihr frischen Rathausachter da draußen, nutzt den Packer auch schon auf Level 1. Nutzt ihn ruhig. Das hat den einfachen Hintergrund. Ihr könnt, auch wenn ihr den Golem noch nicht habt, dann natürlich dieses Quartett hier auch spielen mit dem Packer. Da müsst ihr anstelle der Golems halt nur Riesen nehmen. Dann hat das Kind einfach nur einen anderen Namen, mehr nicht. Aber das übt schon mal. Also das ist ja so nach den Drachen hier, denke ich mal, im Rathaus Level 8 Bereich. Die Truppe, die man dann als nächstes macht, beziehungsweise die, die man dann levelt. Und ihr seht das hier mit dem Go-Vibe. Ich meine, okay, hier war jetzt keine Clanburg und die Base ist auch nicht full maxed out. Aber wenn wir dann noch eine nette Clanburg dabei haben, Bowler oder Hogrider, also ich nehme immer sehr gerne Bowler oder Hogrider mit, dann kriegst du natürlich auch eine CK-Base schön ins Finish. Und ihr seht das hier, wie viel Truppen hier überbleiben, ganz behende hier durchmarschiert. Ja, ich denke 2-6, das in Ordnung hier. Und ich habe mein Rathaus 9 schon geladen für euch. Ah, wir haben den Erfolg. Jetzt bin ich ja mal gespannt, welchen Erfolg. Stiel 1 Million dunkles Elixier. Oh, cool. Geil, das gab hier nochmal richtig EP hier. Super. Super gemacht und dann sehen wir uns sofort auf meinem RH9 wieder. Und damit sind wir auf einen meiner Rathaus 9 Accounts und auch kurz und knapp hier der Unterschied erklärt. Ich kann jetzt hier natürlich in die Clanburg auch einen Golem reinnehmen oder einen Packer und einen Riesen zum Beispiel. Das ist aber letztendlich euch überlassen. Oh, jetzt sah man hier gerade meine Tastaturkombis. Das ist ja auch mal geil. Und ja, ich kann Clash of Clans auch mit Tastatur bedienen. Und habe mir aber hier gedacht, ich nehme auch hier natürlich die Go-Vibe-Packung mit. Den Hintergrund kennt ihr, wir wollen ja das Event hier spielen und ich habe mich hier für 4 Packer entschieden. Mit 12 Magiern, denn im RH9 Bereich, ja, da ist schon ein bisschen schwieriger. Ich brauche hier nach wie vor nur noch Dunkles für die Helden. Und als RH9 hast du natürlich einen Zauber mehr, du hast einen Sprungzauber, also muss man jetzt nicht so eine Hundertschaft, nehme ich ja gerne mit, Mauerbrecher mitnehmen. Und auch hier, glaube ich, wechsle ich gleich mal die Armee. Ich habe wieder 2 Wut ausgebildet, also ich glaube mit 2x Wut ist das hier ganz gut. Sofort rein ins Getümmel hier, denn hier könnte unter Umständen die Suche etwas länger dauern, denn ich bin mit den Rathaus 9 und 10 und 11er Chars, beziehungsweise mit dem 11er eher nicht, aber mit den Rathaus 9 dann immer relativ hoch, weil es sich einfach so, ich denke mal so in der Meisterliga. Meisterliga ist echt eine gute Liga zum Dunklen sammeln. Und wenn man hier sowieso mit solchen Truppen unterwegs ist, wenn man also am Leveln ist, also als Rathaus 8er und als Rathaus 9er, kann ich nur zu dieser Truppe hier empfehlen, denn die kostet ja nichts Dunkles außer hier hinten ein Zauber. Beziehungsweise, okay, jetzt kostet natürlich 2 Dunkle hier. Also der Golem, den gibt es ja jetzt verbilligt, aber ich meine, das kann man ruhig investieren. Wir investieren das in jedem Fall in diese Base hier. Und also ganz abgesehen von Gold und Elex, da gucke ich ja nicht drauf. Würde ich sagen, ja, wie würde ich das sagen? Ich gehe hier auch nicht darüber, wo der Gegner das erwartet, sondern wir gehen mal hier auf das Kanönchen und hier oben auf das Kanönchen. So, auch die lasse ich erstmal ganz behende ein bisschen tanken hier und gucke mal, dass die Magier jetzt schon mal so ein bisschen was frei machen. Kommt wieder die Horde Mauerbrecher. Ich bin ja echt gerne so ein Mauerbrecher-Spammer und die gehen auch schon wieder gut durch. Was mich jetzt natürlich fürchterlich abnervt, ist der Packer. Der hat einen Packer in der Clanburg. Okay, dann müssen es jetzt meine anderen Packers erstmal regeln. Und ich ziehe erstmal jetzt die anderen Truppen hier raus. Denn der soll mir auf gar keinen Fall hier die Packer kaputt machen. So, mal sehen, wie die marschieren hier. Die sollen ja möglichst immer rein. Also Packer sind auch gerne mal dafür bekannt, dass sie gerne mal außen rum gehen. Und ich bin deswegen auch gerade so nah hier im Geschehen drin. Ich muss mein King nämlich jetzt schon zünden. Denn ich glaube, meine Bowler-Armee latscht da hinten nämlich durch. Dann hauen wir hier in der Mitte mal den Heil. Das war hier in jedem Fall. Ich hoffe ja, ja, das Dunkle kriegen wir auf jeden Fall. Und ich denke mal, ah, die sind da jetzt schon wieder so abgelenkt von den Skellies. Eieieiei. Dann müssen wir die doch nochmal durchwuseln, den Packer hier. Und da unten, okay. Da unten machen das jetzt Queen und die Bowler. Also die Bowler tanken hier. Ach, da in der Mitte sind noch 2 Packer. Alles gut hier. Alles locker. 3 sogar. Alles klar. Alles klar. Donnerwetter. Alles klar. Okay. Also so geht das. Und ich bin hier jetzt extra mal ein bisschen näher reingegangen, weil ich das ein bisschen genauer mal gerade beobachten musste. Wo sind die 29 Gold noch? Da hinten. Die holen wir uns in jedem Fall, denke ich mal. Wir lassen hier nichts über, also den nullen wir hier in jedem Fall durch.
Und es wäre ja natürlich auch schön, wenn wir die 70% schaffen, dann kriegen wir nämlich auch vollen Bonus hier auf die Base. Ich setze hier einfach mal so einen Magier nach dem nächsten, bis die Defense erstmal auf die Bowler und auf die Queen schießt. Und da haben wir die 70%. Ja, ich denke mal, haben wir ganz gut gemacht. Auch hier, und ihr seht das, die Packer. Es ist eine gute Truppe. Ihr seht das hier. Es ist wirklich eine feine Truppe. Auf Level 3 hier für ein Rathaus 9er. Die stolzieren hier wirklich krass durch die Base durch. Und ich meine, mit dem Packer in der Clanburg habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, habe ich absolut nicht gerechnet. Aber schön gemacht hier. Und ach, ich mag die echt. Muss ich mal so sagen. Ich glaube, so nach den Schweinereitern, boah, könnte das meine zweit- oder dritte Lieblingstruppe werden, weiß ich noch nicht. Aber sie sind hier echt gut. Okay, der muss jetzt immer noch durch die Mauer hier durch. Das dauert natürlich. Jetzt kriegt er hier von 1, 2, 3, 4 Defenses noch Beschuss. Aber 80%, ich glaube, das ist in Ordnung. Wir haben das ganze Dunkle hier. Das war auch mein Ziel. Ja, und was liegt nahe? Ich fordere hier einfach nochmal Bowler an. Trainiere die mal hier nach. Okay, habe ich wieder den Gift nicht genommen. Und dann sehen wir uns sofort auf meinem RH10. Okay, hier sind wir in meinem RH10-Dorf. Und oh, das hat alles lange Laufzeiten hier. Hier habe ich exakt, glaube ich, die gleiche Armee. Ah, nicht ganz. Ich habe hier drei Packer genommen. 17 Magier. Ich glaube, meine nächste Truppe sieht auch ein bisschen anders aus. Ah, nee, hat auch drei. Ich will hier natürlich nicht so viel Elex verbrauchen. Ich habe ein kleines Handicap, ihr seht das hier. Meine Zauberschüssel ist im Ausbau für den nächsten oder überhaupt für den fünften Zauber hier, für den Klonzauber, und dass ich einen Zauber mehr habe. Deswegen muss ich, seht es mir nach, ich muss den Erdbeben benutzen. Ich muss den Erdbeben hier ein bisschen benutzen. Also, das ärgert mich so ein bisschen. Und wir haben hier ein bisschen was reingefarmt, nämlich 8,5 Mille, und wollen hier auch ein bisschen was updaten, denn ich denke mal, die hier ist dran. Ich denke mal, die ist dran. Und das nächste Mal Gold brauchen wir sowieso erst nicht in 3 Tagen, sondern in 4 Tagen brauchen wir das nächste Mal sowieso erst Gold. Das heißt, wir können hier noch eine Mauer vielleicht machen. Was kostete die? In der Treschige habe ich nichts. Ah, 7 Mille. 7 Mille, oh, da ist ja mehr als eine Mauer drin. Das ist ja super. Das ist super. Also wir geben hier in jedem Fall so ein bisschen was aus, bis auf dass wir mal so auf 7 Millionen hier runter sind. Dann werden die Mauern jetzt auch schon mal so ein bisschen gemacht hier. Ah, da geht ja noch was. Leute, da geht ja noch richtig was hier. Bis wir erstmal auf 7 Mille runter sind, so ein bisschen brauchen wir natürlich noch zum Suchen. Nicht, dass mir das gleiche hier passiert wie beim Thorsten, dass ich hier so viel Mauer mache, dass ich nichts mehr habe. Das wäre ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber ich glaube, das können wir erstmal so machen. 900.000, ja, das passt. Wir stoßen hier die Clanburg an, denke ich mal, mit dem Bauarbeiter hier, dass wir hier endlich 35 Truppen reinkriegen. Der läuft 10 Tage. Super Sache hier. Der nächste Bob ist auch erst in 3 Tagen frei. Und wir wollen ein bisschen Elex sparen fürs nächste Armeelager. Das erste Armeelager ist leider erst in 3 Tagen fertig. Und deswegen muss ich mich hier mit 220 Truppen begnügen. Aber worauf ich auch hinaus wollte, Black Friday, habt ihr gelesen. Ob ich mir das wohl mit meinem RH11er gönne hier. Das läuft jetzt noch 13 Stunden. Denn dann kann ich die Queen ein Level machen. Und wir haben ja heute den 24.11. In einem Monat ist schon Weihnachten. Und ich feiere gleich einfach mal bei meinem RHL ein bisschen Weihnachten vor, denke ich mal. Das gönne ich mir einfach mal. Ich denke, das können wir auch einfach mal machen. Denn wir haben ja... ich kriege ja eh nicht zu Weihnachten und muss mich immer selber beschenken. Mache ich das einfach mal mit. Mit 11 Euro ist ein günstiges Geschenk hier. Hätte ich mir jetzt auch von meinen Leuten schenken lassen können, aber die habe ich ja zu was anderem animiert, dass sie mir was schenken. Das will ich euch gleich auch zeigen. Wollen wir mal schauen hier, aber ich denke mal, das werden die auch nicht mehr schaffen. So, oh, das ist ja ein Brocken. Ja, der hat natürlich Tesla. Ja, der hat einen Tesla. Ja, kein Tesla, ein Inferno. Hat einen Inferno auf Single, auf Multi. Und ich habe nur 220 Truppen hier. Meint er, wir kommen bis zum Rathaus durch? Ah, nee, da hinten hat er noch einen. Okay, das ist nichts. Ich bin noch ein RH9er hier. Ja, denn ich habe noch keinen weiteren Zauber. Meine Helden sind auch noch nicht so hoch. Und ich habe hier irgendwie Gurke am Start, was die Zauber angeht. Habe ich auch nicht mit gerechnet, dass wir jetzt so ein krasses Event haben hier. So, ja, hier oben muss ich echt schon lange suchen, muss ich mal so sagen. Das Dusselige ist natürlich wirklich, ich habe ja keinen Freeze dabei. Und
ich weiß nicht, ob ich hier so ein Inferno kaputt kriege. Wir müssen ja irgendwie bis zum Rathaus kommen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir uns hier erstmal alles kaputt, was hier Mauern hat. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, wir gehen mal von hier aus rein und schauen mal, dass wir das komplette, ja, wir kriegen das komplette in jedem Fall auf hier. Das ist schon mal nicht schlecht, denn ich möchte hier ja komplett rein und habe ja nichts anderes als meine Gole, meine Päcker und ich habe natürlich ein paar Bowler im Gepäck. Das ist nicht schlecht an der Stelle. Und wir nehmen die Helden mal mit rein. Also mal gucken, wie die jetzt gleich brutzeln hier, die Infernos. Echt, ohne Zauber ist das ja... Mei. Ohne Zauber ist das echt grenzwertig, muss ich mal so sagen. Und deswegen, ich habe jetzt einfach mal in die Mitte noch meine Skelly-Zauber hier mit reingespammt. Ich zünde hier jetzt schon King. Ich habe echt ein bisschen Schiss, muss ich mal so sagen. Vielleicht ist das auch unbegründet, denn die Infernos hier machen jetzt noch nicht so super viel Schaden. Meine Päcker sind da in jedem Fall am Rathaus. Das ist schon mal cool. Und wir haben hier jetzt schon so ein bisschen was mitgenommen. Ich suche vor allen Dingen Dunkles. Meine Queen ist auch am Rathaus. Das ist super. Denn ich will als nächstes ja meine Bowler forschen. Und ich denke mal, wir können jetzt die Queen zünden hier. Das war auf jeden Fall jawohl. Wir haben das Rathaus. Denn du musst ja auch immer noch gewinnen hier. Das ist gar nicht mal so einfach. So, wollen wir jetzt noch ein bisschen was Dunkles? Ah, da kommen wir nicht mehr ran. Da kommen wir nicht mehr dran, aber wir nehmen die Truppe hier mal. Und zwar nehmen wir hier den Magier zur Ablenkung. Okay, da haben wir das Lager noch gekriegt. Noch gerade mal so weggeschnackt. Und toll, da kommen jetzt Skelette raus. Super, da kommen die Skelette raus. Naja. Okay, aber ich denke mal, den haben wir ganz gut ausgeräubert hier. Mit meiner doch enorm geschwächten Armee hier. Und der Bogenschütze oder die Bogenschützin kriegt es da eigentlich schon mit dem Minenwerfer zu tun. Und mal gucken. Der einsame Mage hier, der Magier. Was der wohl so macht mit seinen weißen Handschuhen. Sieht echt cool aus, oder? Ach nee, das sieht, ich glaube, das ist nur aufgekrempelt. Ne? Der hat eine aufgekrempelte Robe. Jawohl, da haben wir noch was gekriegt. Aber das war es jetzt auch. Aber ich denke mal, okay, das Dunkle ist in Ordnung. Passt so. Kann ich mit leben. Ich gehe jetzt erstmal shoppen. Und dann sehen wir uns gleich auf meinem RH11 wieder. Naja, tolle Wurst. Jetzt, wo ich einmal shoppen bin, also wo ich jetzt gerade mit dem anderen Account shoppe, wollte ich euch natürlich noch ein anderes Shopping-Angebot einfach mal preismachen für vielleicht für ein nettes Weihnachtsgeschenk. Ich bin derzeit sogar angegriffen worden und ich habe was verloren hier. Oh Gott, 55% und das bisschen an Ressourcen verloren. Okay, da kann ich natürlich super mit leben, aber ihr habt es vielleicht gesehen im Shop. Bei mir ist es so ein bisschen verschoben hier, das liegt am Emulator. Es gibt auch hier den Black Friday im Supercell Shop, also wer schnell war heute, ihr seht das Video am Samstag, dann ist, glaube ich, auch das schon vorbei, das weiß ich nicht genau, kann 20% sparen hier auf die ganzen Klamotten, die es da gibt, etc. Also ich werde mir da sicherlich auch mal irgendwas schenken lassen, vielleicht zum Neujahrstag oder zum Geburtstag mal sehen. Da werde ich meine Meute mal drauf ansetzen, dass die hier wenigstens mal so ein bisschen von ihrem Taschengeld ausgeben und ihren netten Papa hier mit Klamotten beschenken. Also jetzt aber ab zum RH11. So, hier habe ich das Black Friday Pack received. Ihr seht das hier. So sieht das aus, wenn man das macht. 1200 Gems gab es noch dabei. Und ich denke mal, ja, wir haben uns das Paket ja gegönnt. Ich habe zwei Bauarbeiter hier frei. Ich bin also ganz schön in Nöten hier mit dieser Band hier. Also nicht mit der Band, sondern mit der Base hier. Habe jetzt die Lager schon so weit fertig, dass ich auch Truppen forschen könnte. Und will einfach mal schauen, dass ich jetzt auch das Event mitmache. Und wer richtig hingehört hat, ja, mein Telefon ging mal wieder. Also kurzer Mini-Cut hier einfach dazwischen. Aber wir wollten ja wir wollen die Queen einfach machen. Wir haben 1250 Gems dazu gekriegt, 190.000 kostet uns die Queen hier und ist so easy. Haben wir sogar noch Gems über. Zack, ist er auf 41. Wir haben immer noch 128.000 Dunkles hier, denn ich brauche das Dunkle erst in 4 Tagen 22 für meine Hexen auf Level 3. Und ja, ich denke, das ist ganz cool geworden jetzt. Jetzt können wir die Queen auch nutzen. Ich habe hier im Moment ja tatsächlich zwei Bobs frei. Das ärgert mich natürlich unheimlich, aber ich wusste, dass ich irgendwann mal in solche Nöten komme, denn alles wird hier immens teuer und ich habe ja ein paar Ziele und das nächste Ziel heißt Adler. Adler auf 2, also 10 Mille
will ich in jedem Fall erstmal reinfarmen und vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen mehr, dass ich vielleicht schon mal die ein oder andere Dev hier mit weitermachen kann, hier vielleicht den Archer Tower mal schauen. Aber wir gucken uns einfach mal einen Gegner und ihr seht, dass ich bin ganz, ganz weit unten hier mal wieder in der Liga, denn ich will gewinnen und ich brauche Ressourcen. Ich will gewinnen und brauche Ressourcen, das heißt, ich steige sowieso wieder auf. Ich habe also eben erstmal wieder so ein Stündchen gedroppt und damit ich hier in die unteren Regionen komme, da dauert das Suchen nämlich echt nicht so lange, denn nach der Folge hier, ist ein Geschenk, ne? Nach der Folge hier will ich ein bisschen boosten. Ja, das mache ich so ganz, ganz still und heimlich im Kämmerlein. Booste hier mal so ein schönes Stündchen. Und die Gegner, muss ich sagen, selbst hier unten, werden jetzt schon so ein bisschen stärker. Etwas stärker hier. Und sind gar nicht mehr die 8er und die 9er, die ich hier wegsnaggeln kann. Die hier die übervolllaufenden Lager haben. Nein. Oder liegt das an meiner Armee? Ich hoffe nicht, dass das an meiner Armee liegt hier. Aber ich glaube es mal nicht. Und so einen können wir uns doch rein. Boah, so einen können wir. Doch, so einen können wir ruhig nehmen. Ich denke mal, so einen können wir ruhig nehmen. Was hat er hier für Infernos? Das sind Multis. Und er macht auch gerade das Lager hoch. Schade. Aber die 513.000, die tun uns auch gut. Denn der Warden will ja in 3 Tagen auch wieder leveln. Und alle gierig hier. Kann man nicht anders sagen. So, dann nehmen wir hier mal 2 Golems. Und das Schöne ist, ich habe noch einen Golem in der Clanburg. Und einen Hockrider. Nicht schlecht hier. Jetzt haben wir hier natürlich. Ah, wir nehmen jetzt mal unsere ganz frisch gebackene Queen hier mit rein und nehmen jetzt ein paar Magier, denn wir müssen ja auch ein bisschen verbrauchen. Ein paar Riesen hier und noch ein paar Mauerbrecher. Mal sehen, ob ich vielleicht den Sprung gar nicht brauche. 1, 2, 3. Und da sind die jetzt schon durch. Also ihr könnt eigentlich reingehen, Jungs. Ihr könnt hier eigentlich in die Base reingehen. So, einen lassen wir mal noch außen rumlatschen, glaube ich, von den Packies. Und damit die mir das vielleicht auch da in der Mitte kaputt machen, wäre ganz schön, wenn sie es denn täten, kann ich hier einfach mal, krieg ich wo beides gefreezed hier? Ja, ich kriege beides gefreezed, super. Dann könnt ihr hier auch wieder rausspringen an der Stelle, wenn ihr wollt. Der Golem macht das sogar. Sauber. Super. Haben wir den ein bisschen weggeschneckt hier. Wenn auch nicht super viel. Ja, ich weiß, das war jetzt nicht so der super Burner hier. Aber auch, wo gehen die denn hin? Oh ja, ihr Magier, macht bloß die Bauhütte. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und endlich ist da in der Mitte der Inferno auch down. Und mein 40er King jetzt gegen den 8er King, das ist ja wohl, also das ist ja das Komische. Ne? Ich meine, mein King ist 40 und der ist 8. Und trotzdem haut er den hier 3/4 runter. Ach, das ist immer ein bisschen ungerecht. Und der King macht leider jetzt auch das Rathaus nicht mehr. Okay, müssen wir mal gucken, ob meine 3 blauen Tanks hier, ist das eigentlich blau oder so dunkel-lila blau? Keine Ahnung, ob die jetzt noch gut durchgehen hier. Meine Queen ist in jedem Fall gleich am Ende. Ein bisschen hält die sich ja nicht noch. Kann sie auch noch zünden, die Base war jetzt auch nicht super stark. Haben auf jeden Fall mal wieder einen Adler auf unseren Zähler. Die Errungenschaft muss ich auch noch machen. Also ich habe noch nicht mal 200 geschafft. Vorbildlich, Herr Pekka. Oder Frau Pekka, keine Ahnung. Oh nein, weicht die ab von der Bauhütte. Mann, Mann, Mann. Aber ich glaube, auch hier sieht das ganz gut aus. Und wir kriegen hier in jedem Fall, ja, wir kriegen hier in jedem Fall das Rathaus. Wir zünden jetzt mal die Queen, denn es steht nur noch das Rathaus und eine Bauhütte da und da. Oh, 37 Sekunden, naja, egal. Egal, kriegen wir in jedem Fall die Pokale und jetzt auch den Rest. Der noch in der Burg hier, beziehungsweise im Rathaus steckt. Damit haben wir den hier auf 0 gefarmt. Ich denke, war ganz in Ordnung. Für meine Verhältnisse sage ich ja immer. Ich bin ja auch nicht so der Ultra-Ultra-Angreifer. Erst recht nicht, wenn es darum geht, das Ganze hier an der Maus zu machen. Also mit diesem Mausgeschubse hier. Und ich gehe nochmal schön nah rein hier in die Event-Truppe. Das sind derzeit die Päcker, die Magier und die Golems. Ich glaube, oh, aua, das tat jetzt nochmal weh. Zumindest den Bogenschützen. Schaffen die Hütte? Ja, 100%. Also jetzt mache ich natürlich wieder ein paar Pokale. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder in Ordnung. Fast 3000 Dunkles dazugekriegt. Und, oh, wir haben den Sternebonus auch. Super Sache. Ich werde jetzt mal exzessiv mal ein paar Gems hier reinwerfen. Ich habe ja noch jetzt ein paar über gehabt, über 200. Nämlich genau 200. 200, ne? Ja, genau 200 habe ich noch über. Nachdem ich die Queen hier jetzt fertig habe. Und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Für den Samstagnachmittag.
die nächste Folge übrigens am Sonntag. Ganz, ganz enger CK, kann ich euch sagen. Und da könnt ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auf mich. Bis dahin, euer Toto. Clasht.